Willkommen zu den neuen Mob-Vorstellungen. Auch Pentagon aus dem STS-Forum hat seinen Volvo geupdatet für die 1.49 und da gibt es auch noch ein paar Kleinigkeiten, die ich euch hier noch präsentieren möchte. Sleeper, Klobedrutter, XL ist glaube ich klar. Ich lasse mal den XL jetzt mal kurz da, um euch zu zeigen, was da alles mit dabei ist. Also wir haben jetzt hier, ich zeige euch mal ganz kurz, was alles mit dabei ist. Für 4.2 ist klar, Low-Deck, ne? Low-Deck. Wir haben hier mit Gas. Ja, haben wir jetzt immer wieder öfters, dass viele auf Gas umsteigen. Warum? Naja, man spart sich dadurch allein schon die Autobahnmaut, wenn man Gas hat. Ja, man kann zwar diese Leistung, die was man hier hat, nicht abrufen. Zumindest nicht ganz, weil er kommt nicht so ganz aus dem Pott. Heißt es zumindest immer, aber man kommt gute mit einem vollen Tank hier. Kommt man, weiß ich, um die 11 bis 1200 Kilometer Reichweite. Also es hat schon seine Vorteile, aber wie schon gesagt, wenn es drauf ankommt, dann geht die Puste aus. Ne? Habe ich mir jetzt mal so sagen lassen. So, wir haben auch hier nochmal 6x2 mit Gas. Wir haben die Long. Und das ist jetzt hier neu. Die ist die Tech Lift. Das ist die, müsste jetzt die Short-Variante sein. Oder warte mal. Niedrig, sogar ein niedriges Fahrwerk. Müssen wir mal schauen. Das ist das hier. Dann haben wir. Wir müssen mal kurz schauen. 6x2 Short mit Lift-Chassis. Wir haben 6x2 mit Langes. Haben wir jetzt hier. Also nicht hier, es ist Short. Das müsste jetzt neu sein. Ne? 6x2, 4. Genau, das ist jetzt hier. Mit Lift Short. Das ist jetzt die neue Variante. Also einige neue Chassis-Varianten sind hier damit dabei. Ne? Also für jeden, der wo sagt, oh geil, da ist auf alle Fälle was für euch dabei. 6x2 Long Chassis haben wir. Das müsste dann das hier sein. Warum auch immer so lang. Aber hier verändert die Sattelplatte noch. Auch noch mit dabei. Das finde ich auch ganz gut. 6x4. Stereophobic. Niedriges und Wardock. Ist dann hier nochmal. Auch nochmal mit veränderte Sattelplatte. Wieder hoch. Klobedrutter 8x4 und XL hatten wir schon mal. Ne? Ist hier mit am Start. Ich bleibe mal bei der 4x2. Und wir gehen heute mal einen Schritt rückwärts. Warum? Das zeige ich euch gleich. Wir haben hier unsere Standardlampen. Wir haben in Gelb oder dann auch lackiert. Die haben wir hier da. Ne? Die leuchten nicht in Gelb und die Außenleuchten weiß. Finde ich ganz gut, dass es die gibt. Da gibt es diese Roofbar noch mit dabei mit den sämtlichen Slots oder HS Schoch oder vom Volvo DLC. Da sucht euch das aus, was euch am besten gefällt. Oben gibt es noch den Sticker, den gibt es ja auch schon immer. Dann haben wir hier noch, ah, das sind die Dinger, die haben wir schon, ne? Klobedrutter, ist glaube ich klar. Hier die jeweiligen Schriftzüge. Und ich möchte mir heute mal ein anderes Fahrer aus der Brust nehmen. Nicht immer die großen, sondern auch mal die kleinen dürfen an der Reihe. Ne? Aber nur, dass man gesehen hat, was mit dabei ist. Rundumleuchten, klar. Und dann hier noch die Spoiler, die niedrige Variante, die hohe und dann nochmal LED. Und das gleiche findet ihr dann hier nochmal, ne? Mit der LED. Zack, da sieht man es auch. Da kann man sehen, ja, ne? Hier, zack, kann man das sehen. Ich hoffe ja immer noch, dass erst jetzt irgendwann mal das rauskommt, dass man hier das Licht ausmachen kann, hier in der Halle. Wenn ich hier schon das Licht einschalten kann, dann würde ich hier in der Halle auch mal das Licht ausschalten können. Als Hausmeister. So, Dachspoiler. Ansonsten hier noch hinten drauf. Gibt es natürlich dann auch diese Raced-Variante. Warum? Naja, klar, für die Low-Deck-Variante. Ne? Klar, logisch. Das mal so zum Fahrerhaus der XL-Variante beim Klobedrutter. Ist es fast identisch. Wir haben hier auch unsere Roofbars. Wir haben dafür aber hier keine HS-Schoch. Und vom Volvo DLC ist nicht mit dabei. Ne? Ansonsten habt ihr auch eure Lampen. Ihr habt da den Aufkleber. Ihr habt dann auch eure Spoiler mit am Board. Die sind ja auch alle mit dabei. Hier kann man es gut sehen. Alles mit dabei, dieses Aero-Kit. Und auch mit LEDs verbaut. Ne? Zack. So. Und hier oben und da. So, und ich möchte mir heute gerne den Sleeper mal anschauen. Ich finde den Sleeper nämlich richtig gut. Mir gefällt das sehr, 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 sehr gut. Und da möchte ich heute mal drauf eingehen. Hier haben wir übrigens auch hier 420 PS Gas. Ich weiß nicht, inwiefern man das im Spiel umsetzen kann. Man müsste vielleicht angeben, dass man sagt, man hat hier, sagen wir, 420 PS Gas, aber leistungstechnisch auf der Straße bringt er nur 380 als Beispiel, weil der hat wirklich einen hohen Leistungsverlust durch dieses Gas, dass er einfach nicht aus der Potte kommt, wenn er zum Beispiel, wenn es bergauf geht und du bist beladen, dann fängt an zu husten. Und das ist kein Scheiß, das soll wirklich so sein. Ne? Zumindest, ich habe es mir vom Fahrer mal bestätigen lassen. Genau, aber ich glaube, ich weiß nicht, müsste man, wenn dann von der Definition ja so machen, dass man sagt, man gibt 460 PS an in Gas, aber schreibt dann von der Definition bloß von 420, dass du ein bisschen was abziehst. Ne? Gut, das vielleicht mal so zur Info. Ansonsten, Interieur ist, glaube ich, klar. Ich, wie gesagt, ich will halt mal bei der Kleinen bleiben und muss mal auch mal was Neues ausprobieren. Warum auch nicht? Skins haben wir ja hier, diese Varianten, die mit dabei. Oh, guck mal, hier, die hier, unsere
unsere Freunde. Ronny Zeuster ist hier noch mit am Start. Wir haben hier noch, was haben wir da noch? Dedemann, wahrscheinlich unser Schwerlastgedöns mit dabei. Also auch noch alles hier mit am Start. Ich lasse mal Ronny Zeuster da. Ich gebe meine Zeit einfach mal. Was wurscht das? Ansonsten zum Kamin-DLC kommen wir ja dann später. So. Warum nehme ich Ronny Zeuster? Warum? Naja, weil ich hier auch heute hier noch dieses Rack habe, das mir eigentlich sehr gut gefällt. Ich gucke mal, was ich hier noch so habe. Hier gibt es übrigens noch diese Custom-Variante. Ne? Wer das möchte, ist natürlich auch mit dabei. So. Was kann man jetzt hier alles hin machen? Klar. Ich fange mal an, hier Michelin-Männchen drauf zu bauen. Warum? Weil es nämlich schick aussieht. Hier an der Seite kann man Tröten machen. Hier kann man Rundumleuchten drauf bauen. Ich gehe nochmal hoch. Ich guck mal, was ich noch so alles da habe. Hier die alten Lampen, die helle Lampen. Hier, die passen ja wie die Faust aufs Auge da oben drauf. Kann ich euch nur empfehlen. Vom Chatter-Addon aus dem SCS-Forum habe ich, da sind sie ja. Und das läuft auch. So, dann setzen wir hier noch ein paar gelbe Lampen drauf. Und dann hat es schon mal ein bisschen, sieht es schon mal ein bisschen noch weiter aus, oder? So, von die Zeus das hier Style zumindest. Genau, die Box ist natürlich skinbar. So, ansonsten grau Kunststoff lackiert. Muss man natürlich lackiert nehmen in dieser Variante jetzt hier. Was natürlich besser aussieht. Extended 2. Schön wäre es natürlich auch noch so einen coolen Schriftzug drauf. Aber okay, man kann nicht alles haben. So, lackiert. Auch hier die Spiegel lackiert. Ja, wir haben auch die Mirror Camps mit an Bord. Ja, meine Damen und Herren. Also das vielleicht nicht zu verachten. Hier sieht man es nochmal. Hier sind die Bildschirme. Kommt bestimmt noch beim Volvo, also offiziell, von offizieller Seite bestimmt noch. Haben wir jetzt beim Scania Next Generation schon gesehen, wer es nicht weiß. Ja, da gibt es auch schon. Da sind aber diese Mirror Cams nicht hier oben versteckt, sondern sind hier angebracht. Hier unten, auf dieser Höhe ungefähr. Ne? Haben dann auch Bildschirme, aber sind ungefähr auf der Höhe. Beim Volvo, Quatsch, beim, wo waren wir? Ach, beim Actros, genau. Beim Actros sind sie oben, wie jetzt hier dargestellt. Und beim Next Generation sind sie hier. Genau, also wer es nicht gesehen hat, sieht auch ganz fresh aus, wer das noch nicht kennt. So. Wir nehmen natürlich jetzt hier lackiert, bauen hier noch schnell ein paar Lampen an, damit es noch was aussieht. Wir machen natürlich alles lackiert, dann passt es auch gut mit dem Skin zusammen. Aber da bin ich mal gespannt, wenn das hier rauskommt. So, ich mache jetzt hier gleich noch ein bisschen Holland-Style rein hier. Volvo-Schriftzüge gibt es hier diverse. Hier hat er mit, gibt er ja uns noch mit. Was haben wir hier noch? Pentagon hier. Lass ich jetzt einmal kurz weg. Lackiert. Yep. Muss alles lackiert. Muss alles lackiert sein. So, jetzt fehlt hier natürlich was, dann müsst ihr hier natürlich das passende noch dazu bauen. So, passt auf, dazu kommen wir gleich. Lackiert, klar, Chrom, nein. Und dann gibt es natürlich auch noch lackiert, aber ich lasse das jetzt mal weg. Aber jetzt könntet ihr hier alles noch anbauen. In Kombination natürlich passt das hier nicht zusammen, müsst halt dann schauen. Aber mit Logo, ohne Logo, Chrom, ohne Kunststoff, da ja, seid ihr natürlich hier wieder frei. Ansonsten natürlich lackiert. Edelstahl. Ja, wer es mag, wer das mag, darf das gerne haben. So, ansonsten vorne noch hier sieht das schon mal schön aus. Nehmen wir natürlich die rechte Seite und dann linke Seite ist jetzt schon in einigen beziehungsweise in Frankreich Pflicht. Und ich glaube, bei uns gibt es fast kein LKW mehr, der sowas nicht hat, oder? Zumindest ich sehe kein LKW mehr, das wo ich sage, hey, also ich sehe es nur noch auf der Bahn. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich zumindest habe ich so das Gefühl, es gibt nichts anderes, ja. So, jetzt finde ich aber kein Volvo-Logo mehr. Egal, dann lassen wir es einfach mal. Wir machen jetzt mal einen Lärmarm rein und dann ist gut. ADR-Platte haben wir. Wir hatten früher mal noch ein Volvo-Logo. Wahrscheinlich ist es weiter oben drin. Ist ja auch wurscht, ist ja egal. Lassen wir einfach mal weg. Das sieht natürlich dann auch gut aus. Das passt gut zusammen. Ansonsten nimmt er hier die passenden Bullenfänger dazu, vor allen Dingen in Farbe bunt. Hier die Trux Pro, die mit dabei ist. Sieht richtig stark aus. Die wuchtet richtig was her, aber ansonsten seid ihr natürlich hier frei und könnt euch da was passendes raussuchen. Aber ich finde die Trux Pro schon richtig, richtig gut. So, ansonsten lackiert. Wir nehmen alles lackiert hier. Wir nehmen natürlich die lackierte lange LED-Stoßstange, aber obwohl die mir nicht so gut gefällt. Das ist ein bisschen zu lang. Ne, wir nehmen die normale lange, das gar nichts. Man muss ja nicht übertreiben. Das könnte man auch lassen. Hier haben wir noch Schmutzfänger. Hier noch mit dabei. Wir haben auch noch Schmutzfänger hier in weiß. Nehmen wir mit. Ansonsten Scheinwerfer. Klar. Diese gelben Running Lights nehmen wir mit. Die sehen auch gut aus. Scheinwerfer natürlich in schwarz. Jawoll, Angel Eyes. Oder gibt es denn die Matthias P. Edition? Aber ich nehme die Angel Eyes. Die sehen richtig gut aus. Und dann hier über diese Slots. Slots. Wohin das Auge reicht.
könnt ihr dann hier noch anbauen. Ich lasse es jetzt einfach mal weg, denn anbauen könnt ihr selber. So, dass wir das schon mal geklärt haben, ne? Brauche ich euch hier nicht zeigen, könnt ihr selber bauen. Ansonsten unten noch hier die gelben Leuchten, die sehen auch richtig schick aus, die funkeln und ja, ne? Die lasse ich mal weg. Dann haben wir, das lassen wir. Die Shift Klutsch, das können wir lassen. Was haben wir da noch? Wir haben hier noch den. Ne, warte mal, irgendwo hat man noch einen Schutz. Ach, hier ist auch noch ein Ding. Hab ich gar nicht vergessen. Moment, muss ich mal schauen. Das wäre dann hier, warte mal. Turnsignal. Hier, Lollis. Einmal rechte Seite. Hier links. Nee, rechts, links. Und dann auf der anderen Seite. Hier ist rechts. Da ist rechts. So, zack. Ja, genau. So, gut. Und, ja, okay. Ansonsten, lackiert. Klar, Logo muss mit. An der Seite dann auch noch diese. Ich schau mal, was wir hier noch mit dabei haben. Die würde dann so aussehen. Die König Edition schaut dann so aus. Die mir jetzt aber nicht so gut gefällt. Aber da sucht euch das passende einfach aus hier. Oh. Da machen wir noch ein paar Lampen mal ran. Hier auch noch. Dann an der Seite gibt es noch ein bisschen was. Aber wie schon gesagt, da könnt ihr selber hier jetzt irgendwas anbauen, wo ihr sagt, ja, geil, gefällt, das will ich haben. Da seid ihr dann auf alle Fälle frei. So, Trittbrett lassen wir mal weg. Hier gibt es noch vom, gibt uns noch diverse Sachen mit. Wer das möchte, ist ein bisschen zu heavy manches. Aber die kurzen, die gehen noch hier. Warte mal, wo waren das? Die hier. Da könnte man hier noch ein bisschen ein paar Lampen anbauen. Sind ja auch mit am Start hier. Ne? Alles mit dabei. Ansonsten die Verkleidung lasse ich mal weg. Ich lasse, ne, Moment, original lackiert, Benutzer definiert, mit Schmutzfänger, ohne Schmutzfänger. Da sind dann auch Lampen mit dabei, wer es nicht kennt. Hat man, glaube ich, letztes Mal schon durchgesprochen. Ne? Da gibt es auch diverse Sachen mit dabei hier. Ansonsten könnt ihr noch die passenden Schmutzfänger mit ranbauen. Ne? Ich meine sogar, ich muss mal schon schauen. Nee, das war's nicht. Ich hätte mal gemeint, hier gab es extra nochmal separate Slots dafür. Aber wahrscheinlich täusche ich mich jetzt. Lampen. Klar, Left. Und dann auf der anderen Seite Right. In dem Fall, oder ihr setzt selber irgendwelche Lampen hier. Sind da welche dabei? Die vom Volvo, die Break. Oder die vom R&L habe ich gerade noch aktiv. Die könnt ihr dann genauso setzen. Das ist euch überlassen. Oder die hier noch, die Big Break. Die könnt ihr, da seid ihr, wie schon gesagt, frei. Baut das an, was euch hier gefällt an Lampen. So, im Interieur gibt es natürlich auch noch ein kleines bisschen, klar. Zumindest ein bisschen Wallis Interieur Add-on. Schauen wir mal, inwiefern das hier läuft und funzt. Denn ihr wisst, ich bin absoluter Fan von Volvo DLC. Das Zeug geht auch. Kabinen DLC brauchen wir gar nicht drauf weit eingehen. Kennen wir ja soweit. Applications, Audio, Driving Coach, bla bla bla, Cover, Navi. Nutzt das, was ihr wollt. Das, was mit dabei ist. Macht einfach irgendwas, was euch gefällt hier. Oder wie auch immer, ne? Da könnt ihr euch irgendwas raussuchen. Machen wir Driving Coach, ne? Info-Ding habt ihr hier noch, da noch. Da könnt ihr überall hier die Sachen anbauen, die noch mit dabei sind. Info, Route, Green, Truck Info, Speed Info. Da glaube ich, können ist fallen oder für jeden was mit dabei. Ansonsten haben wir da noch einen Slot. Oder hier den. Achso, warte, war hier nicht mal ein Tisch mit dabei? Oder täusche ich mich jetzt? Ich dachte, hier war mal ein Tisch mit dabei. Wahrscheinlich täusche ich mich jetzt. Oder warte mal, hier kommt der jetzt erst? Nee, habe ich mir getäuscht. Egal. So, ich dachte, hier war ein Tisch mit dabei. Ja, ansonsten heute das ganze andere Interieurgedöns, glaube ich, brauche ich euch jetzt hier, glaube ich, nicht mehr auf die Nase drücken. Außer den hier noch, vielleicht noch den Punkt. Wer es nicht kennt, das ist dann der Punkt gewesen hier. Haben wir noch einen Windschutz. Ja, eine Plus-Variante, das wäre dann der richtige. Dann gibt es noch einen Aufkleber dazu. Der ist dann hier vorne mit dabei. Und dann gibt es noch diverse weitere Varianten hier. Das wäre jetzt mal so volle Hütte mit Aufkleber und Windfang und. Aber ich finde, ich brauche es jetzt nicht. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Da müsst ihr selber mal gucken. Ja. Das mal so zum Interieur. Ansonsten, glaube ich, ist hier nichts mehr mit dabei. Ne. Das nur, dass ich mal gesehen habe, was noch so hier eigentlich mit dabei ist. Gut, Lenkräder sind noch mit dabei. Sucht euch das passende raus, was euch gefällt. Aber ansonsten ist dann hier erstmal Zapfenstreich. Aber nichtsdestotrotz, echt cooler Volvo-Mod. So. Da ist ja unser Volvo, wie schon gesagt, ich habe mich ja entschieden für den kleinen, ja. Nicht immer die großen, sondern die kleinen brauchen auch Liebe. Und der kann das wirklich gut gebrauchen. Und wenn ihr euch das mal anschaut, was man hier dann so alles dran schrauben kann, sieht es schon richtig gut aus, oder? Also finde ich zumindest. Ne? Das hat schon so ein bisschen Holland-Style hier. Zumindest so ein bisschen, oder? Ja, ne? Schön, sehr schön. Toll. Ansonsten Scheibenwisse, Scheibe, alles was so dazu gehört, das passt natürlich alles wie die Faust aufs Auge, das funktioniert auch. Da gibt es nichts dran zu meckern, das ist ja auch alles SCS-Basis.
Und ja, und die ganzen Sachen, die was man hier anbauen kann, die sehen dann schon richtig, richtig gut aus. Genau, schauen wir uns mal Lichttest dazu an. Wie ihr jetzt schwer erkennen könnt, habt ihr diese Running Lights, diese gelben, die sehen aus wie ein Blitz, finde ich. So richtig dunkel, gelb, fast schon in Rot. Das sieht richtig gut aus. Standlicht haben wir dann so. Auch die Scheinwerfer hier sehen richtig gut aus mit diesen 5 Punkten, LED-Punkten. Das sieht richtig toll aus, ne? Und dann haben wir unser normales Ablendlicht mit Fernlicht. Aber das sieht richtig gut aus. Das gefällt doch, oder? Also finde ich richtig gut. Mir gefällt das. Mir gefällt das. Auch ohne Spoiler, den kann man einfach mal weglassen bei so einem Hobel, ne? Das sieht eigentlich richtig gut aus hier, ne? Bremse, Blinker, alles da, wo es sein soll. Aber wie gesagt, hinten und hin an der Rückwand oder hier, baut euch da die Lampen an, die euch gefallen, die euch zusagen, die richtig gut aussehen. Da seid ihr dann natürlich dann hier frei. Toll, wirklich toller Mod. Und mit diversen Anbaumods zusätzlich noch, wie zum Beispiel Wolli sein Interieurmod hier dann. Klar, brauche ich nichts zu erzählen, ne? Sieht gut aus, sieht gut aus. Passt wie die Faust aufs Auge. Toll. Sehr, sehr schicker Mod hier. So, fahren wir mal los. Zumindest ein kleines Stück. Kommen wir kurz zum Fazit. Also ich finde den Volvo nach wie vor richtig, richtig schick. Denn wie ihr seht, anhand dieser ganzen Anbauparts, die wir hier haben, kommt das richtig gut rüber. Ne? Also das rockt richtig. Das macht Laune. Das ist doch so ein bisschen hier absolut hier Holland-Style, die ganze Geschichte. Toll. Toller Mod, tolle Anbauparts, coole Scheinwerfer vor allen Dingen, die mir sehr gut gefallen. Und alles, was uns so dazu gehört hier. Ne? Toll. Kann man echt nicht meckern. Schönes Update für die 1.43. Also diverse Chassis-Varianten jetzt hier mit an Bord. Probiert es einfach mal aus. Testet euch da mal durch. Da ist bestimmt für den einen oder anderen was damit dabei. Vor allen Dingen auch die Skins hier lassen sich sehen. Und natürlich wie gesagt die ganzen Anbauparts, ja, egal ob beim XL oder beim XXL, bei der Clubrote Variante hier, toll, macht einfach nur Laune. Da kann man auch erstmal richtig schön lange basteln, bis du erstmal zum Fahren kommst, ne? Das ist auch immer, was ich sehr löblich finde hier, ne? Aber probiert es selber mal aus, ich finde es richtig gut, auch hier im Interieur paar Sachen noch dabei, was den Lastwagen jetzt hier noch ein bisschen aufwertet. Wie schon gesagt, nutzt jetzt hier noch volles Interieur und das macht es natürlich noch on top oben drauf. Aber da seid ihr natürlich frei und könnt einfach mal selber testen und basteln. Tolle Geschichte. So, falls noch Fragen sind, einfach kommentieren. Entweder hier oder im SCS-Forum, da ist der Mod nämlich her. Ansonsten will man Daumen da lassen, Abo für den Kanal, nicht vergessen die Glocke drücken. Und dann wie immer, knitterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.